Liebe Zuschauer, willkommen zu einer weiteren Folge der Sendung Gewagte Frage. Heute mit dem Thema, welche Texte dienen als Grundlage für die Enthauptung? Enthauptung ist ein altes Phänomen in der menschlichen Geschichte. Wenn sie aber als heilig betrachtet wird, verwandelt sie sich zu einem ersten Problem für die Menschheit. Wenn die Enthauptung zu göttlichem Befehl für alle Zeiten und überall wird und als eine heilige Biografie betrachtet, die wir nachahmen sollten, dann verwandelt sie sich in einem humanitären Desaster, das jeder vernünftige Mensch widerstehen muss. Heute sieht die ganze Welt die Enthauptungen öffentlich vor der Kamera. Enthauptung, um den ungläubigen Westen einzuschüchtern und die Feinde Allahs zu terrorisieren und der Islam zum Sieg zu führen. Es gibt Menschen, die körperlich im Westen im 21. Jahrhundert leben. Geistig aber befinden sie sich immer noch 1400 Jahre zurück. Sie leben noch in dem mohammedanischen Zeitalter. Die Anwesenheit auf einem bestimmten geografischen Gebiet muss nicht unbedingt zur Sinnungswandlung führen. Lasst uns zuerst mit der Verfassung der Dschihadisten beginnen. Der Koran. In Sure 8,12 wird gesagt, ich werde in den Herzen derer, die ungläubig sind, Schrecken einjagen. So schlagt oberhalb der Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger. Wie immer, ich zitiere die Aussagen der Geistlichen, den Hadith und die Sira. Und dennoch ignorieren Muslime die Tatsachen und behaupten, dies sei nicht vom Islam. Wie erklären Sie den Konsens der Dschihadisten hierzu? Wie kommt es, dass Muslime auf allen Kontinenten daran glauben, dass der Koran zu dem militanten Dschihad aufruft und die Art und Weise des Tötens beschreibt? Warum? Warum verbreitet sich diese Ideologie überall? In Großbritannien, in Tschetschenien, im Irak, in Syrien und auf jedem Ort, wo islamische Ideologie Fuß fasst. Ich wollte wissen, was der Begriff »schlagt oberhalb der Nacken« bedeutet. Ich schlug die Koran-Exegese von Al-Tabari auf und las Folgendes. Der Gesandte Allah sagte, ich bin nicht gesandt worden, um Menschen mit Gottes Strafe zu bestrafen, sondern ich bin gesandt worden, um die Nacken zu schlagen und die Fesseln anzulegen. Weiter heißt es, schlagt oberhalb der Nacken, das heißt, schneidet den Nacken ab. Das ist die islamische Art des Tötens, Hals abschneiden. So steht es. In derselben Tafsir lesen wir weiter. Ikrimah sagte, schlagt oberhalb der Nacken bedeutet die Köpfe. Die Aussage Allahs, schlagt von ihnen jedem Finger, bedeutet, ihr Gläubige, schlagt euren Feinden die Gliedmaßen und die Gelenke ihrer Finger und Zehen ab. Finger und Zehen. Also enthauptet sie und schneidet ihnen die Gelenke ab. Betrachten wir eine andere Koransure, eine besondere Sure, da sie nach Mohammed benannt ist. Mohammed Sure, Vers 4. Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, trefft, dann schlagt den Hals. Wenn ihr sie schließlich schwer niederschlagen habt, dann legt die Fesseln fest an. Wir gehen zu den Koranauslegungen hierzu. Er sagte, also Allah im Koran, schlagt die Nacken. Er sagte nicht, tötet sie. Denn der Begriff Nackenschlagen beinhaltet Robustheit und besondere Härte, die in dem Begriff Töten nicht vorhanden sind. Da der Begriff Nackenschlagen das Töten von seiner grausamsten Seite widerspiegelt, nämlich das Schneiden des Halses und Trennen des Gliedes, also das Haupt des Körpers. Dies war die Auslegung von Al-Qurtubi. Eindeutiger geht es nicht mehr. Mag einer sagen, dass dies nur im Kriegszustand der Fall wäre.
Okay, IS sieht sich auch im Krieg gegen den Ungläubigen, gegen den Abtrünnigen, gegen syrische Armee, gegen Schiiten. Die Voraussetzung ist hier gegeben. Sie befinden sich auch im Krieg gegen die Amerikaner. Das hat zu bedeuten, dass die Enthauptung des US-Journalisten gemäß Korantexte islamisch legitim ist. Obwohl sich die Verse im Koran, in den Koranexegesen, in den Hadithen und Lektüre befinden und von den Geistlichen gepredigt werden, sagt man, nein, es ist nicht so. Der Islam hat damit nichts zu tun. Absolut nicht. In der Prophetenbiografie von Ibn Hisham, Seite 636, lesen wir, dass Ibn Mas'ud Abi al-Hakam oder Abi Jahl enthauptete und seinen Kopf zu Muhammad brachte. Wie soll sich der einfache Muslim, der dies in der Biografie Muhammad liest, verhalten? Wenn er die Biografie Muhammad nachahmen möchte, hier findet er die Grundlage. Muhammad hat es gebilligt. Diese Bücher werden heute in unseren Buchhandlungen und auf Buchmessen verkauft und in unseren Schulen gelehrt, ohne jegliche Kontrolle und Zensur. Sie bekennen sich dazu und sind sogar stolz darauf. Bezüglich des Schlachtens gibt es einen authentischen Hadith in Sahih Muslim, in dem Muhammad sagt, wenn ihr tötet, dann auf die beste Weise. Wenn ihr schlachtet, dann auf die beste Art. Jeder soll seine Messer schärfen. Du sollst es schärfen, damit die Schlachtung gut verläuft. Unscharfes Messer kann Probleme für das Opfer bereiten. Nawawi erklärt diesen Hadith in Sahih Muslim so: Die Worte des Gesandten sind allgemeingültig für alle Geschlachteten, auch für das Schlachten als Strafe. Al-Bayhaqi führt diesen Hadith unter dem Buchabschnitt Die Tötung der Ungläubigen mit dem Nackenschlagen nach ihrer Gefangennahme. Und man fragt noch, wo ISIS-Leute ihre Ideologien herhaben. Das haben sie von euch, von eurer Kulturerbe, von eurer Bücher und Fatwas.